So, der Pak Choi ist jetzt endlich rausgekommen. So sieht er aktuell aus. Wieder ein bisschen dünn, aber das macht nichts. Und ja, ich werde jetzt mal die Hydroponic-Box hier vorbereiten. Beziehungsweise habe ich mir noch wieder was bestellt. Und zwar diese Schaumstoffdinger hier. Die hatte ich ja schon mal. Und da habe ich ja gesagt, die sind nicht so gut, weil sich da Algen drauf bilden. Das ist jetzt aber nicht schlimm, weil ich habe mir da was überlegt. Das Coole ist, die haben auch diesen Schnitt hier drin, da kann man dann die Pflanzen wunderbar reinpacken. Dann einfach hier oben rein andrücken und dann werde ich hier oben einfach noch ein bisschen abdecken mit Papier oder irgendwas oder Alufolie. Und somit werden sich dann hier oben auch keine Algen mehr bilden. Aber letztendlich muss ich dann jetzt erstmal hier mein Wasser reinmischen. Beziehungsweise das hatte ich ja schon vorbereitet. Das hat ja jetzt lange genug abgestanden. Da kommt dann jetzt quasi noch der Dünger mit rein. Das zeige ich euch gleich dann. Und dann kann ich letztendlich den Pak Choi da reinsetzen. Und dann die Luftpumpe quasi noch anschließen. Und dann hoffen wir mal, dass das Ganze gut wächst. Ja, Petersilie ein bisschen zurückgeschnitten. Ist einiges in Gerichten reingekommen letzte Zeit. Wächst aber immer wieder richtig krass nach. Ist echt beeindruckend. Und der Salbei sieht soweit auch super aus. Den habe ich auch geschnitten und ihr seht schon, es verzweigen sich immer wieder neue Triebe. Und es wächst wunderbar nach. Schon richtig groß geworden. Also da bin ich immer richtig stolz drauf, weil bei den letzten Male war der Salbei ja meistens irgendwie nie so toll. Dann ist er immer sehr verholzt und irgendwie ist er nichts mehr geworden. Und dann schaut mal hier, was hier passiert ist. Und zwar das Bohnenkraut habe ich komplett zurückgeschnitten bis unten hin. Seht ihr mal, da sind die Schnitter. Und das ist jetzt alles schon wieder am Nachwachsen. Da seht ihr schon den ersten rauskommen und da der ist schon etwas größer. Und zwar aus dem Grund, weil die komische Flecken auf den Blättern hatten. Und jetzt sieht es eigentlich wieder ziemlich normal aus. Denn ich habe jetzt alle drei Pflanzen hier, inklusive natürlich hinten, wo wir gleich nochmal im Detail gucken, habe ich natürlich jetzt alle mit dem neuen Dünger hier, der mir empfohlen wurde, gedüngt. Einfach ins Gießwasser rein, abgemessen. Und ja, seitdem wächst irgendwie alles viel besser. Ich gehe mal davon aus, das liegt halt daran, dass auch wirklich alles an Nährstoffen in diesen Dünger mit drin ist, was die brauchen. Und ja, seitdem wächst irgendwie alles besser, finde ich. Mal weiterhin abwarten und beobachten und dokumentieren. Diagonalen habe ich auch komplett zurückgeschnitten, seht ihr. Da ist nur noch ein bisschen was drin, nicht mehr viel. Aber auch mit diesem Dünger quasi behandelt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der jetzt wieder hier neu in Schwung kommt. Gut, dann bereite ich jetzt erstmal alles für die Hydroponic-Box vor, damit wir hier unseren Pak Choi einpflanzen können. Halt, aber bevor ich das mache, gehen wir nochmal schnell rüber. Ich schnappe mir nochmal ein Höckerchen hier. Steigen wieder drauf. Und dann gucken wir uns nochmal unsere Peperoni an. Das werde ich dir jetzt mal hier runternehmen, dann sieht man das ein bisschen besser. Sieht soweit gut aus. Ich stelle die mal hier ab. Dann haben wir hier die Tomate. Bisschen gelbes Blatt oben noch, aber auch die habe ich ja wie gesagt mit diesem Dünger behandelt. Mal abwarten, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Müsste wahrscheinlich mal wieder ein bisschen gegossen werden. Die Erde ist doch wieder recht trocken, wie ihr seht. Dann habe ich hier die andere Tomate. Die sieht auch nicht so ganz gut aus. Notfalls muss ich da nochmal neue einpflanzen. Mal gucken. Und zu der Letzt noch die andere Peperoni wird sich scharf. Und die ist natürlich schon am größten, wie ihr seht. Die sieht richtig cool aus. So.
Aber was haben wir denn noch? Die fetten Gurken. Schau euch mal an, wie groß die mittlerweile geworden sind. Das ist echt der Hammer. Wunderbare Pflanzen. Auch die habe ich mit diesem Dünger behandelt und seitdem schießt die Pflanze unglaublich. Hat richtig schöne dunkle Blätter, also dunkelgrüne Blätter, und der Stamm schaut richtig schön dick aus, so muss das sein. Ja, bin ich mit zufrieden. Gut, dann sehen wir uns gleich beim Hydroponik wieder, wo ich dann quasi alles anmische. So, bevor wir jetzt aber mit dem ganzen Gedöns hier anfangen, müssen wir natürlich erstmal das Schaumstoff hier in Wasser einweichen. Deswegen gehen wir jetzt mal schön ins Bad und knallen da erstmal ein bisschen Wasser rein. Oder was sagen Sie dazu, Herr Kater? Nichts, außer dem Augenzwinkern, okay. Gut, dann lassen wir mal ein bisschen Wasser reinlaufen. Damit kann das Ganze ein bisschen aufquellen und sich mit Wasser vollsaugen. So. Oh. Hähnchen abtrocknen. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Und dann schauen wir mal weiter. So. Licht ausmachen, nicht vergessen. So, dann müssen wir jetzt quasi erstmal hier unser Wasser gleich reinfüllen. Das hatte ich ja schon mal vorbereitet. Das hat jetzt also lange genug gestanden. Und ja, da muss ich mal schauen, ob ich das bis dahin fülle. Also, ich möchte es nicht ganz so hoch füllen, so dass die Netztöpfe jetzt permanent im Wasser stehen, sondern unten soll noch ein bisschen Luft sein. Ich sage jetzt mal ungefähr so viel. Aus dem folgenden Grund, dass die Wurzeln, einmal es gibt Wurzeln, die oberhalb rauswachsen, das sind die, die den Sauerstoff brauchen, und dann gibt es die Wurzeln, die unten rauswachsen, die wachsen dann ins Wasser rein, die brauchen dann die Feuchtigkeit. Das heißt, wenn wir die Töpfe also zu viel mit Wasser fluten, dann kriegt die Pflanze keinen Sauerstoff oben über die Wurzeln und dann würde die letztendlich eingehen oder kaputt gehen oder krank werden. Wir helfen natürlich den Ganzen noch bei mit einer Sauerstoffpumpe. Somit ist das Ganze dann noch ein bisschen einfacher. Aber ich versuche dennoch, die Töpfe nicht allzu sehr mit Wasser zu fluten. Deswegen, ja, vielleicht bis da ungefähr, muss ich mal gucken, wie ich das jetzt mache. Ich werde mir mal gleich meine Action-Cam auf den Kopf schnallen. Ich glaube, dann ist es ein bisschen interessanter. Dann kann ich mit den Händen besser arbeiten und muss nicht mit einer Hand immer zusehen, dass die Kamera in der richtigen Position steht. Nebenbei zeige ich euch jetzt noch mal ganz kurz hier den die Radieschen. Da hat jetzt leider heute schon mal die Katze hier was abgebissen. Schön ist so ein Blatt weggefressen. Ich hoffe mal, dass es dennoch irgendwie ein bisschen wächst. Schauen wir mal weiterhin. Die Blätter sehen an sich ja schon mal ganz gut aus, aber wie gesagt, das Ganze ist noch alles ein dünnes Gerüst. Ich hoffe mal, dass es jetzt ein bisschen breiter noch wird mit der Zeit. So, dass wir vielleicht mal irgendwann hier in der Wohnung Radieschen ernten können. So, sieht komplizierter aus, wie es ist. Ich habe jetzt noch ein bisschen was vorbereitet. Ich habe jetzt auch wieder die Kamera aufs Stativ gestellt. Jetzt fringen wir erstmal hier grob die Schaumstoffe aus. Genau, wir legen die dann erstmal hier ab. Und ja, was wollte ich jetzt machen? Genau. Und zwar wollen wir jetzt hier von dem Pak Choi die Erde entfernen von den Wurzeln. Ich sehe gerade, ich habe aus Versehen 9 eingesät und hier habe ich letztendlich nur 6 Löcher Platz für den Pak Choi. Dann werde ich wahrscheinlich ja 3 Stück entweder aufbewahren oder halt nochmal extra in der Hydroponik in so ein Gefäß reinmachen. Muss ich mal gucken, da wird wahrscheinlich dann nochmal ein Video zu erscheinen. Könnt ihr also gespannt sein. So, jetzt muss ich natürlich dann erstmal hier die Pflanzen vorsichtig rausnehmen. Ich hoffe, man sieht das jetzt einigermaßen.
Immer am besten mit so einem kleinen Essstäbchen. Ich mache das mit immer ganz gerne mit so einem asiatischen Essstäbchen, also mit so einem Holzstäbchen. Gehen wir da rein, dann ziehen wir oben an dem Blatt ein bisschen an, nicht so fest, sonst geht die Wurzel kaputt. Mal schauen, dass wir den hier rauskriegen. Ganz wichtig ist auch, fast nicht an diesem Stängel an hier unten, sondern oben lieber am Blatt, denn da ist die nämlich ganz empfindlich unter dem Stängel da. So sieht das dann aus. Jetzt müssen wir natürlich noch die Erde runterbekommen. Ich brösel das jetzt einfach mal erstmal hier in den Karton rein, grob. Jetzt natürlich das Blöde, dass die doch ziemlich dünn und hochgewachsen sind. Und da seht ihr das jetzt mal. Die sind doch ziemlich lang geworden. Das ist eigentlich nicht so wünschenswert. Denn wenn ihr bedenkt, der Netztopf ist halt auch nicht so groß, dann würde das Ganze dann halt so reinkommen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht. Das Licht ist auch ein bisschen blöd gerade hier. Genau, dass unten die Wurzeln rausgucken und oben, das steht dann halt ein bisschen über. Muss ich mal gucken, wie ich das genau mache. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal die restlichen Pflanzen noch von ihrer Erde befreien. Und die feine Erde werde ich jetzt einfach hier mit meinem Pumpsprüher, ihr kennt ja die Flasche, einfach mal wegspülen und dann melde ich mich quasi gleich wieder, wenn alles fertig ist. So, die Erde ist entfernt und das ist das dreckige Wasser quasi. Und da haben wir jetzt die 6 Stück freigelegt von Erde. Da seht ihr auch die Wurzeln. Ich habe es versucht, so vorsichtig wie möglich rauszubekommen. Und die 6 Stück kommen jetzt letztendlich in die Hydroponik rein. Oh, ich habe das Ganze mal vorbereitet. Und zwar haben wir hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt lesen kann, ich lese es euch mal vor. Und zwar muss man von diesem Dünger hier, der ist mit 10 Liter angegeben, auf 10 Liter Wasser wird man jetzt 30 Milliliter von diesem Dünger, also von einer Flasche reintun. Man muss aber beide Flaschen benutzen, das heißt, das Ganze mal zwei, also insgesamt auf 10 Liter würden wir jetzt 60 Milliliter brauchen. Jetzt habe ich das Ganze auf 4 Liter ausgerechnet, das ist ungefähr 4 Liter hier und bin jetzt auf einen Betrag von 12 Milliliter gekommen, also von einer Flasche, auch das mal 2 wieder, weil wir ja hiervon 12 Milliliter brauchen und davon kommen wir also auf letztendlich 24 Milliliter. So, damit ist die Mathestunde mal beendet und dann fangen wir jetzt mal an. Das heißt, wir füllen jetzt hier erstmal 4 Liter rein. Ich messe das Ganze jetzt mal hier vorsichtshalber mit dem Messbecher ab. Dass wir ungefähr richtig liegen. Von unserem guten abgestandenen Wasser. 2 Liter haben wir jetzt. Liter. Und wie gesagt, jetzt muss ich erstmal schauen, ob das hier mit den Netztöpfchen so passt, wie ich mir das gedacht habe. Ich setze das Ganze mal drauf. Und ihr seht schon, da ist jetzt der Wasserpegel. Ungefähr, ja, so ein Finger dick ist jetzt der Wasserpegel unter den Netztöpfen. Das ist eigentlich das, was ich wollte. Das heißt, also 4 Liter bräuchte ich jetzt gar nicht reinzumachen. Deswegen werde ich nochmal ganz kurz das Ganze auf 3 Liter ausrechnen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das Ganze nochmal ausgerechnet und jetzt brauchen wir quasi 18 Milliliter insgesamt. Das heißt, 6 Milliliter brauchen wir dann jetzt, 9 Milliliter von jedem der Flasche. Und ich benutze jetzt einfach mal hier so eine Spritze dafür. Die hat jetzt 5 Milliliter. 5. Genau, und dann nochmal 3, 4. Da
Da müssten wir die neuen haben, genau. Fangen wir hier mal mit an. Geschüttelt habe ich schon. Und der Kater sitzt draußen und miaut mal wieder. So, das sind jetzt 5. Oh, das ist ein Haar drin, ne? Schauen wir mal hier raus. So, 5. Und jetzt noch mal 4. Das sind 4. Und wichtig ist auch, dass ihr die zwei Mittel nicht miteinander mischt. Ihr müsst es einzeln reinspritzen hier. Sonst würde das den Effekt verfälschen. So, das war Nummer 1. Und jetzt müssen wir quasi hiervon auch nochmal, ich putze hier so ein bisschen weg, auch noch mal das gleiche abnehmen, und zwar auch noch mal 9 Milliliter. Genau, jetzt rühren wir das Ganze aber erstmal durch. Dass wir das Ganze gut verbinden mit dem Wasser. Und wenn wir dann letztendlich den Dünger alles drin haben, dann messen wir mal den pH-Wert durch und den EC-Wert. Dann wissen wir nämlich erstmal, was überhaupt alles in dem Wasser enthalten ist, wie es jetzt aussieht, ob das denn jetzt gut ist für unsere Pflanzen oder nicht. Und der Kater macht Stress. Ich lasse ihn mal kurz rein, sonst gibt er keine Ruhe. Ja, komm. Aber nicht vom Wasser trinken, ich sag's dir, ne? Das bekommt er nämlich nicht gut. So, weiter geht's im Text. Genau, jetzt sollten wir eigentlich das Ding hier nochmal auswaschen. Das ist mir vielleicht am wichtigsten, das mache ich mal eben, indem ich hier ein bisschen Wasser klaue und das Ganze reinige, nicht, dass sich das dann jetzt hier verbindet alles. Ja, ihr seht schon, das ist eine Wissenschaft für sich. So, das habe ich auch schon geschüttelt. Dann nehmen wir jetzt hier letztendlich auch nochmal unsere 9 Milliliter ab, dann sind wir schon fertig. So, das sind 5. Und jetzt nochmal 4. So. Dann haben wir jetzt quasi unseren Dünger drin. Nichts davon trinken, ne? So, dann rühren wir das Ganze nochmal um. Ja, das riecht ein bisschen unangenehm, der Dünger, fällt mir gerade auf. Viele sagen ja auch wie Urin, aber ich meine, letztendlich kommt es ja auf den Effekt an und nicht drauf, wie es riecht oder wie es aussieht. So. Das Coole ist jetzt auch, falls ihr, ich mache jetzt mal die Theorie, wenn ihr das jetzt in so einen Behälter füllen würdet und macht da drin Salat zum Beispiel, lasst den oben rauswachsen, dann wird die Flüssigkeit ganz gut, weil die halt auch dunkel ist, wie ihr sie jetzt seht, und somit halt auch quasi den Algenwuchs vorbeugt. So, Deckel drauf, würde ich sagen. Dann ist quasi die Hydroponic-Box schon mal vorbereitet. Die Dinger sind jetzt eingeweicht so langsam, das heißt, der nächste Schritt wäre jetzt, die Dinger aus der Erde buddeln, den Pak Choi natürlich, und dann die Wurzeln abwaschen und dann letztendlich hier in die Schaumstoffdinger reinsetzen. Dafür sind ja diese schönen Kerben drin. Habe ich übrigens ganz günstig erstattet, wenn ihr Interesse habt, kann ich da euch mal den Link geben. 50 Stück für 9,99 € waren es, glaube ich. Genau, dann kommt dann die Pflanze rein und dann kommt das Ganze da rein, ihr kennt das.
Gut, dann mache ich an dieser Stelle erstmal einen Schnitt und dann bereite ich jetzt das Wasser vor, um die Pflanzen abzuwaschen an den Wurzeln. Ich hoffe mal, dass sich schon einige Wurzeln gebildet haben. Gut. So, dann zeige ich euch das Ganze jetzt mal. Ihr nehmt euch so einen Schaumstoff. Ihr habt ja gesehen, da sind so Ritzen schon reingeschnitten. Nehmt euch eine Pflanze und wichtig immer oben anfassen, wenn es geht, nicht an diesen Stängel dazwischen, habe ich ja eben schon gesagt. Und jetzt setzt ihr die quasi oder legt ihr die, halt man sieht es gar nicht, legt die quasi hier rein. Könnt auch ein bisschen überstehen lassen. Und jetzt seht ihr quasi, unten guckt die Wurzel raus und oben habt ihr dann die Pflanze. Dann nehmt euch so ein Netztöpfchen und ja, packt das quasi dann da rein. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass die Wurzel unten jetzt rausschaut. Und wenn das nicht auf Anhieb klappt, dann nehmt euch eine Pinzette dazu. Ich habe hier so eine schöne große Pinzette. Drückt wie gesagt den Schaumstoff ein bisschen runter. Ist ein bisschen Fummelarbeit, aber das geht. Und dann könnt ihr hier unten die Wurzel ganz leicht vorziehen. Ich hoffe, das geht jetzt. Nicht, dass mir die jetzt zerreißt. Jo, da haben wir es auch schon. Da sieht das jetzt quasi rausgucken. Dann drücken wir das Ganze noch ein bisschen runter hier, dass die Pflanze natürlich noch Stabilität bekommt. Kann man auch die Pinzette wunderbar als Hilfe nehmen hier. So, so sieht das Ganze dann aus. Und unten habt ihr die Wurzel quasi. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur die Pflanze mit den Wurzeln wieder zurück in die Hydroponik-Box reinstecken. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Pflanze quasi unten dann mit den Wurzeln das Wasser berührt. Ich hoffe, man sieht es jetzt einigermaßen. Da seht ihr die Wurzel. Halt. So. Da ist die Nährstofflösung unten drin. Und jetzt quasi setzt du dann das Töpfchen drauf und die Wurzel wächst somit jetzt weiter in das Wasser rein. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das lang genug ist. Das werde ich dann gleich nochmal überprüfen. Was mir aber auch einfällt, wir wollten ja zusammen, bevor ich jetzt alles fertig mache, nochmal den pH-Wert messen, um zu wissen, ob das Wasser jetzt auch schon den richtigen pH-Wert hat. Ihr wisst ja, zwischen 5,5 und 6,5 ist der perfekte pH-Wert für Hydroponik. Deswegen werden wir das Ganze jetzt nochmal schnell durchmessen. So, dann messen wir jetzt mal ganz schnell den pH-Wert durch. Und wenn der pH-Wert jetzt natürlich zu hoch ist, dann müssen wir natürlich noch mit pH-Down runterregulieren. So, und ich sehe schon, das Wasser, was aus dem Wasserkran kommt, hat so circa ja, 8 bis 8,5 pH-Wert. Und das jetzt mit dem Dünger drinne. Und das Wasser hat jetzt auch schon mehrere Tage gestanden, hat jetzt letztendlich 7 pH. Das heißt, noch zu hoch. Ich warte auf jeden Fall noch ein bisschen ab, bis sich das einpendelt. Normal soll man das Wasser ja auch erst quasi noch mal einen Tag stehen lassen, bevor man seine Pflanzen reinmacht. Das werde ich jetzt aber dann nicht machen, denn ich werde jetzt dann den pH-Down reinmachen und gucken, dass ich auf einen Wert von 5,5 bis 6,5 komme. Also der pH-Wert ist jetzt bei 7 stehen geblieben. Das heißt jetzt, wir brauchen also noch mal einen pH-Down. Den haben wir hier. Habe ich euch auch schon mal gezeigt. Davon müssen wir jetzt quasi ein, zwei Tröpfchen reinmachen. Und dann sollte doch hoffentlich der pH-Wert auf 5,5 oder 6,5 bleiben. So, ich mache jetzt mal zwei Tropfen rein.
rühren das Ganze nochmal um. Rühren wir das Ganze wieder um. Und ich habe mir gerade noch gedacht, so auch wenn die Wurzeln jetzt nicht ganz so tief momentan sind und auch das Wasser noch nicht berühren, ist nicht so schlimm. Da ich ja eine Pumpe da drin betreibe, die blubbert ja quasi das Wasser hoch und dann kommt immer ein bisschen an die Wurzeln dran und somit strecken die sich weiter nach unten hin. Das ist eigentlich der Vorteil an so einer Pumpe auch. Und natürlich, dass die Pflanze Sauerstoff bekommt über ihre Wurzeln und somit besser gedeihen kann. So, jetzt werden wir das Ganze nochmal durchmessen. Vielleicht hat sich der Wert jetzt ein bisschen verändert. Jetzt habe ich quasi 6,4. Ich habe nochmal ein paar Tropfen reingemacht, denn es hält sich echt stabil und es schwankt jetzt auch irgendwie nicht mehr. Also wir sind jetzt bei 6,4, 6,5 ist ja Minimum, sagte ich. Oder besser gesagt Maximum. Drüber sollte man nicht sein. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem Wert, deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen was reintun, ein paar Tröpfchen. Nochmal umrühren. Und dann würde ich es mal dabei belassen. Und dann können wir quasi die Pumpe anschließen und dann den Deckel oben wieder draufsetzen. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Wird heute mal wieder ein bisschen längeres Video. Habt da wieder ein bisschen was zu schauen. Und ich hoffe auch ein bisschen was dazugelernt. Denn wir lernen ja quasi voneinander jeden Tag. So. pH-Wert Messgerät nochmal anschalten. Und dann gucken wir nochmal nach, was wir jetzt letztendlich haben. Oh, das sieht schon mal besser aus. Jetzt haben wir 6, jetzt haben wir 5,9. Das sieht schon mal richtig gut aus. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt haben wir richtig schön weiches Wasser. Und das ist bei so Salaten eigentlich immer eine ganz tolle Sache, denn die mögen so hartes Wasser gar nicht. Oh, sind sogar noch bei 5,8. Wie gesagt, das Ganze muss ich erstmal nochmal setzen. Und wichtig ist dann auch jeden Tag nachzumessen, ob sich dann irgendwas ändert vom Wasser-pH-Wert. Da muss man mich gegebenenfalls nochmal nachbessern. Aber jetzt bleibt das Ding bei 5,8 stehen. Soweit bin ich zufrieden. Es geht ja wieder auf 5,9. Aber wir sind definitiv unter 6. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, wir können jetzt eigentlich den Deckel drauf machen und die Pumpe anschließen. Und durch die Pumpe, durch die Zirkulation des Wassers, stabilisiert sich das normalerweise dann auch nochmal, denn es vermischt sich ja alles gut. Aber wichtig ist, wie gesagt, immer, dass man dann regelmäßig nachmisst, dass sich quasi keine Fehler einschleichen und wir dann letztendlich wieder ein hartes Wasser haben. So, Deckel drauf. So, ihr hört es schon, die Pumpe läuft. Und somit sind wir quasi am Ende angekommen des Videos. Dann machen wir hier noch unseren Wasserstandsmesser rein, dass wir auch wissen, dass wir jetzt zu wenig Wasser haben. Eigentlich sagt man ja, hier soll er im grünen Bereich sein. Aber ihr seht schon, jetzt zeigt er rot an. Aber ich möchte auf jeden Fall nicht ganz so nah das Wasser unter die Pflanzen machen, damit, dass da halt auch ein bisschen Luft ist. So sieht das Ganze jetzt aus. Da blubbert es schön. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Wurzeln sich mit dem Wasser schön vollsaugen mit Nährstoffen. Und dann hoffen wir auf einen großartigen Pak Choi die nächste Zeit. Das Ganze über die Lampe gepackt, unter die Lampe gepackt. Und dann warten wir jetzt mal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Aktiviert die Glocke, somit verpasst ihr kein Video mehr. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, euer Manuel. Ciao.